Die heutige Fireforce-Folge ging eigentlich so richtig sofort los. Nur hier muss man sagen, hatte diesmal Maki und Vulkan ein bisschen mehrere Szenen bekommen, also Screentime-mäßig. Und es bleibt wie immer verdammt spannend, Leute. Ich muss auf jeden Fall schon sagen, dass 2020 für Fireforce ein verdammt gutes Jahr ist, weil der Manga hat sich unnormal gut verkauft, der Anime wird immer beliebter und die Animationen werden einfach nicht schlechter. Also man kann sich hier nicht beschweren. Es ist unglaublich, was da abgeht. Ich freue mich einfach nur dafür, wie geil es einfach aktuell ist. Je nachdem, starten wir einfach mal die Review zu der heutigen Fire Force Folge, denn durch diesen Kampf Shinra versus Kuruno hat sich das Adora Burst von Natako aktivieren lassen, beziehungsweise ist erwacht worden. Naja, kontrollieren kann er es irgendwie nicht, was einfach komisch ist, weil in der letzten Folge wurde gar nichts davon gezeigt, wie ich finde, erstmal. Aber wie gesagt, die Folge ging eigentlich schon sofort auf einen Schlag los und so soll es halt eben sein. Allgemein ist es alles aber auch schon geplant von der 8. Einheit. Hier hat Licht Obi den anderen halt eben Bescheid gegeben, was gerade hier abgeht, und die waren halt in 0, nichts da. Vulkan ist so angepisst auf Hajima, dass er halt einfach durchgerast ist mit dem Auto. So. Oder die Matcha-Boxe, wie heißt die nochmal? Keine Ahnung. Also der ist einfach richtig durchgefahren, ne? Also das war schon ziemlich nice eigentlich. Aber es geht aber auch weiter. Licht erinnert sich halt eben nochmal an die Worte an Shinra, als er ihn halt eben gesagt hat, dass er ihn retten wird, wenn etwas passieren soll. Also Licht wird wirklich als Kamerad dargestellt für Shinra, und das wurde halt eben für Licht jetzt auch klar. Also kann man hier eigentlich schon klar sagen, dass Licht wirklich bei der 8. Einheit bleiben will. Also es wird natürlich safe so sein. Ich kann mir auch sogar vorstellen, dass die halt zu ihnen sagen, ey Digga, bleib hier, du hast uns immer geholfen. Und. Das kann natürlich gut passieren, wie ich finde. Aber beide fliehen natürlich auch und suchen auch eben nach Natako, was halt auch klar sein soll, dass halt eben Kuruno Natako beschützen soll, beziehungsweise für die hier festhalten soll. Also, ne, das ist halt eher so eine Aufgabe. Was auch hier natürlich passiert ist, die beiden sind halt eben zu Natako angekommen und dort war halt eben Kuruno, der einfach den armen Jungen am Würgen ist. Der Junge hat es einfach voll schwer. Der wird von so einem Psychopathen gewürgt, verprügelt, dann wird er halt eben noch von anderen Leuten irgendwie, was weiß ich, vielleicht kriegt er noch Medikamente oder so einen Scheiß. Und dabei hat er immer wieder noch Recker an seinem Kopf. Das ist einfach nur ein beschissenes Leben für den Jungen. Mal ehrlich jetzt. Zu den anderen der 8. Einheit kann man hier ehrlich sagen, es ist mega gewesen. Ganz ehrlich, es ist übertrieben, es ist mega gewesen, denn vor deren war eine, ich würde mal sagen, Puppe. Aber in der Folge wurde es als Maschine oder Mecker dargestellt. Also, naja, dieses kleine Ding konnte einfach dieses Auto hochwerfen, okay? Dieses Ding wird von einer Frau gesteuert, die bei Hajima arbeitet. An sich eine verrückte, aber auch ehrlich eine ganz süße. Und ein bisschen glaube ich, dass die von Saori Hayami gesprochen wird. Wer die kennt, dann hast du Ahnung. Aber sie nennt ihre Puppe Dominions. Was ich dazu sagen soll, ihr Namen hat sie irgendwie in der Folge nicht genannt, also was soll. Da das in dem Anime nicht gesagt worden ist, will ich das natürlich nicht spoilern. Auch wenn das jetzt nicht so ein riesen Spoiler wäre, ist aber auch scheißegal eigentlich. Maki wird aber gegen sie hier kämpfen und Vulkan wird halt eben noch dabei sein. Die anderen werden eben nach Shinra und Licht gehen, also die natürlich suchen. Aber Maki hat es wirklich schwer. Selbst ihre Eisenäulen schafft es nicht gegen diesen einen kleinen Mini-Puppen-Dominion, was echt unglaublich ist, wirklich. Danach war halt mitten im Kampf eine Pause, als ihre Puppe so einen Furzschuss, for real, das nannte sie so, abgefeuert hat. Und dann war es halt eher so, dass dann über diesen Namen der Eisensäule diskutiert wurde. Ja. Wirklich jetzt. Also, das war, ich glaube, das war sogar 3 Minuten oder so, wurde darüber diskutiert, wie die den Namen nennen oder warum die ja so nennen. Alter, man kann viel sagen, aber es war natürlich witzig für die Szene an sich. Natürlich, wie sympathisch das natürlich alles auch rüberkommt. Vulkan geht aber davon auch aus, dass sie ihre Fähigkeiten der 3. Generation beherrscht. Weshalb sie halt eben auch das eben alles aushalten kann an Angriffe, was halt eben Maki da rausholt. Weil normal ist das natürlich nicht, dass halt eben nur so eine kleine Puppe das eben schafft. Das ist wirklich nicht normal. Und es ist ganz einfach. Maki soll einfach wirklich jetzt alles in einen Schlag geben, was sie kann. Und jetzt mal ehrlich, ich liebe es, wenn Maki so starke Szenen bekommt, die vor allem, wenn die immer super animiert werden. Ey, die sind so gut, wirklich jetzt. Dadurch hat sie diese einen Dominion sogar richtig erledigen können. Und die Frau, die sich halt nicht vorgestellt hat, muss man ehrlich sagen, die war richtig erstaunt. Dennoch ist sie nicht fertig. Und das war eine perfekte Szene, muss ich ehrlich mal sagen. Auf einmal zeigen sich hier andere Dominions. Nein, ein Haufen. Makis Eisensäule können halt wirklich nicht mehr benutzt werden, weil die halt wirklich jetzt alles gegeben hat. Und das war's dann erstmal, ne? Natürlich muss man mal sagen. Obi und die anderen sind halt eben zu Shinra und Licht angekommen, die gerade gegen Kuruno kämpfen, der halt auch noch einen Attack im Schlepptau hat. Und mal ganz ehrlich, der Typ zeigt sich immer verrückter. Als er nämlich Iris gesehen hat und gemerkt hat, wie schwach sie ist, hat er so ein gutes Gefühl gehabt. Also
Das hat man seinen Augen gesehen. Seine Augen sagten uns. Ey, wirklich, genau so etwas. Natürlich wollte Iris sofort irgendwie angreifen, ist klar gewesen, aber durch Obi und Arthur hat das nicht funktioniert und der wurde zurückgeschlagen. Also, es war schon ziemlich verrückt, was hier eigentlich abging. Jetzt kommt es aber wirklich am besten. Hier war es so, dass hier die Prediger, ne, die sind nämlich auch am Start. Hier sieht man nämlich endlich wieder Inka. Ich weiß, viele von euch hassen Inka, aber irgendwie mag ich sie, weil sie so eine, so, die hat so einen gewissen Charakter, der sich einfach feiert. Keine Ahnung. Es ist einfach so. Okay, es ist einfach so. Ja, 31er des Todes, aber kommt schon. Und was man natürlich sagen sollte, ist nämlich hier, nicht wirklich alle, aber viele von den Prediger sind halt eben dort. Man sollte hier sagen, bei Inka ist gerade auch Karen am Start, der von Homer einfach mal weggeschickt worden ist. Also auch das kriegt man wirklich Sympathie irgendwie ein bisschen mit. Denn es wurde auch so erklärt, dass halt jede Säule, die halt eben bei der Prediger sind, einen Wächter bekommen. Karen ist beispielsweise der Wächter von Homer und Arrow ist die Wächterin von Sho. Sowas, ne, im Beispiel. Hier hat zum Beispiel Inka ebenfalls eine Wächterin namens Rizu, die wir hier gesehen haben, so eine Art Dienstmädchen, die aber auch noch etwas Krasses drauf hat. Also wirklich, nächste Woche zeigt die auch noch, was sie hat. Also unterschätzt sie mal nicht. Ganz ehrlich, eine der stärksten. Aber jetzt mal for real, ne, diese OST, die halt eben immer bei Inka abläuft, die ist einfach so mega nice. Die würde ich mir jetzt immer wieder gerne anhören, ehrlich. Also wirklich, ich will, dass Inka öfter vorkommt. Denn es ist nämlich gerade so, dass Karen wirklich Kuruno angreift. Und Kuruno kann irgendwie nichts gegen Karen machen. Karen konnte sogar Kuruno einfach mal wegschlagen durch seine Fähigkeit, was einfach unglaublich war. Und Nataku, der arme Junge, wird auch gerade von dem Prediger jetzt mitgenommen. Der Typ hat's voll schwer. Das wird einfach super, ohne Witz jetzt, ne? Und Inka weiß jetzt schon, dass gleich alles im Hajima-Industrie hochgehen wird. Das sieht sie und das wird einfach unglaublich hier. Homer ist auch natürlich da, zusammen mit Arrow und die konnten ohne weitere Probleme halt die Dominions von dieser Frau ausschalten durch ihre Fähigkeit. Also es wird spannend, denn Maki kann nicht viel machen. Wahrscheinlich, denn die 8. Einheit gegen die Prediger gegen Hajima. Wer kann mir nicht sagen, dass das nicht mega wird? Jetzt mal ernsthaft. Vulkan geht natürlich halt eben erstmal zu Arthur, weil Arthur ist der Einzige, der gegen Homer kämpfen kann und irgendwie wird das alles jetzt so hin und her gemacht. Und das Mädchen macht aber auch jetzt ein bisschen ernst. Das sollte man auch nochmal klar machen. Sie ruft nämlich gerade eine andere Maschine und das ist wirklich richtig groß. Hat Krallen und Alter. Ich bin gespannt, was das Ding schon drauf hat. Wenn so eine kleine Puppe so richtig stark ist, was kann halt eben schon so ein Riesending? Das ist ja die Frage. Also die Folge zeigt einfach, wie großartig alles gerade hier wird. Vor allem dieser Arc, wie gesagt, einer meiner Lieblings-Arcs ist. Weil das ist einfach hier grandios. Mal sehen, ob die Prediger es erneut schaffen, gegen die 8. zu gewinnen und wieder mal eine Säule physisch zu bekommen. Wäre echt lächerlich, wenn die 8. wieder verliert. Aber mal abwarten. Nächste Woche geht natürlich auch der Kampf los. Klar, wir haben jetzt die Kuruno, der halt es ein bisschen interessanter machen könnte. Aber dass er mit seiner Kräften nichts gegen Karen ausreicht. Also ich bin mal gespannt. Der Typ hat bestimmt schon Ahnung, was er machen kann. Aber mal sehen, wie das hier so aussehen wird. Leute, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dieser Folge in die Kommentare. Es würde mich natürlich mal sehr freuen, wenn du dies mit einem Daumen nach oben bewerten würdest. Hier rechts habe ich nochmal zwei Videos für dich. Und hier links kannst du mal gerne ein Abo da lassen.